So, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Paul. Ja, hier haben wir jetzt das erste Getränk vom Fanpaket von Matze. Ja, Red Bull. The Green Edition Kiwi Apfel Energy Drink. Ja, das habe ich schon oft im Laden gesehen. Habe ich jetzt noch nie gekauft. Also ich mag auch den normalen Red Bull so mal zum Trinken. Eigentlich schmeckt es gut. Das Ganze belebt den Geist und den Körper. Ja, hier kann ich euch nochmal die Zutaten zeigen. Also das Design von dieser Flasche ist auch wirklich sehr, sehr schön. Red Bull, also wenn man Energy hört, denkt man eigentlich immer an Red Bull. Weil das ist so der bekannteste. Ja gut, Monster ist auch sehr bekannt. Aber Red Bull ist am bekanntesten. Was ich auch schon finde, das ist aber, glaube ich, bei allen Red Bull, dass das so blau da oben ist. Wäre schöner, wenn es grün wäre, die Lasche. So. Red Bull The Green Edition. Weltweit geschätzt von Spitzensportlern, Studenten in stark fördernden Berufen sowie bei langen Arbeiten. Bei Spitzensportlern, normalerweise steht auch auf Energies, nicht mit Sport konsumieren und mit Alkohol, aber hier steht für Spitzensportler geeignet. Ja. Energy mit dem Geschmack von Kiwi-Apfel. Erhöht der Koffeingehalt, ja, 32 Milligramm pro 100 Milliliter in moderaten Mengen konsumieren. So, Zutaten sind Wasser, Saccharose, Glucose, Säurungsmittel, so Zitronensäure, Kohlensäure, Taurin sind 0,4% drin, Säureregulator, Natriumcitrate, Koffein 0,3%, Vitamine, Niacin, Pantonsäure, B6 und B112, also ein paar Vitamine sind hier auch drin. Ja, pro 100 Milliliter sind 46 Kalorien drin und davon ca. 11 Gramm. Kiwi-Apfel schmeckt, klingt erstmal interessant. Ich mach's jetzt mal auf. Aha, so. Gieß hier erstmal die Kamera mal, mal gucken, wie es aussieht. Ah, es ist sogar so ein bisschen grünlich. Jetzt nicht sehr grün, aber ein bisschen auf jeden Fall. Ja, er hat ein bisschen einen Waldmeister-Geschmack. Ich gieße es hier erstmal ein. So, dann probieren wir es mal. Was ich schon mal gleich merke, schmeckt sehr nach Kiwi. Aber den Apfelgeschmack merkt man dann erst, wenn sich diese Brause im Mund entfaltet. Also der Schaum, wenn es aufschäumt. Hm. Auf jeden Fall ein bisschen Schaum zu viel hier. Naja, ein bisschen Schaum zu wenig, ja. Aber es ist auch gut so, dass wenig Schaum drin ist. Ja, die Kohlensäureskala. Muss ich mal probieren. Ja, ich habe jetzt eine Kohlensäureskala. Also bei 5 ist es sehr, sehr starke Kohlensäure. Bei 0 ist gar keine Kohlensäure. Ich würde jetzt so 3 geben. So. Also die Kiwi merkt man hier am meisten drin und der Apfel ist auch recht gut zu vernehmen hier. Kriegt jetzt 9 Punkte. Würde ich mir sogar noch mal holen. Richtig gut sogar. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dann.